Also Meinst erstens du? bewerte ich Frauen natürlich nicht über Du irgendwelche hast Punkte. angefangen mit 10 von Aber soll 10. ich. Nee, du hast angefangen mit 8 von. Nee, von Du. 7. Ja, richtig unsicher, also so unsicher wie wir sind, weil jetzt hier 2 Wochen kein Brennpunkt war. Ich habe völlig vergessen, wie das funktioniert. Ja, wo spricht man rein? Hier hinten, weiß nicht oder? Genau. Das ist ganz komisch. Hier ist eigentlich so ein Phallus-Symbol, wird hier in unsere Richtung gehalten. Wie heißen wir nochmal? Sind wir nicht gemischte Hackbrühe mit oder so? Tauben auf Schach schmeißen. Stimmt, sowas. Ja. Von schlechten Eltern oder sowas? Ja, doch. Doch, ja, doch, das war's. Hallo Leute, wir sind nicht von schlechten Eltern, wir sind von schlechter Erziehung. Wir haben euch 2 Wochen lang vernachlässigt. Das tut uns sehr ja, leid. Ja. Nicht keine nur Zeit. Euch, die ihr jetzt eure Ohren in unseren Empfangsbolzen hineinhaltet. Nein, ganz schlimm gibt's nämlich hier. Leute, ich habe hier etwas vor mir. Ein Manuskript, ein Dokument, welches mittlerweile von einem gewissen Marvin, welches mittlerweile wahrscheinlich 3 Jahre irgendwo rumlag. Nicht, wenn es der Marvin ist und der jetzt erst pranken will, weißt du, wir uns testen hier, ob wir wirklich, stell dir mal vor, Marvin Wildhage hier, dieser YouTuber, ach so, dass der uns Brief geschrieben hat, ob man wirklich für Geld den Podcast kaufen kann, hat er jetzt gemacht und es kam 3 Jahre keine Antwort, dass er jetzt ein Video gegen uns schießt, dass das Geld umsonst ist, weil das Geld, was bei uns ankommt, oh, niemals shit. Zu einem Podcast umfunktioniert wird. Naja, also, was ist passiert, Leute? Ja, einen kurzen Abriss, bevor wir den Cold Opener übergehen lassen in die Themen und die Begrüßung und so. Wir müssen das thematisieren. Wir tänzeln immer um dieses Thema drum. Es ist unsere Row Zero quasi. Unsere Geschichte jetzt. Unsere Row Zero. Unsere Geschichte kann hier zu Ende sein. Hater würden sagen, wir waren mal im Radio. In irgendeinem Radio. Ja. Und dann gab es Konflikte, als Corona begann. Auch vorher, glaube ich, schon. Ich weiß gar nicht, wie das dann dazu kam, dass wir von den Landesmedienanstalten beobachtet wurden. Und mehrere Wochen in Folge musste einer von dieser Anstalt immer unseren Podcast hören. Ich weiß nicht sehr genau, wie es abging, aber das ist jetzt... Das tut jetzt nichts zur Sache. Das gehört hier nicht her. Wie dem auch sei. Laufendes Verfahren. Wir hatten vor Ort gerne mal Post von euch bekommen. Bei diesem Radiosender und haben hier Post vorliegen. Hört ihr das? Lag 3 Jahre da rum, Alter. Und keiner hat uns das gesagt. Sie war scheinbar verschlossen und dann hieß es, ich kann es gerade nicht genau zitieren, aber Tino meinte, ja, ich habe gerade so eine Nachricht bekommen. Also hier lag ein Brief für euch, der wurde aus Versehen aufgemacht, da waren 25 Euro drin, könnt ihr euch abholen oder irgendwie so. Ich habe ja zufällig wenige Wochen davor den neuen Programmchef kennengelernt und der hat dann quasi diesen Brief gefunden, wo wir beim Ausmisten, weil der ist inzwischen der dritte neue Programmchef, seitdem wir da weg sind quasi. Mhm. Ist einiges passiert dort. Da wurden noch Leute gegangen und so, die Scheiße gebaut haben, die uns Scheiße vorgeworfen haben, die nicht gestimmt hat, egal. Mhm. Jedenfalls lag dieser Brief da rum und wurde jetzt uns zugestellt. Ich habe ihn abgeholt vor einer Woche oder so und den können wir jetzt gerne mal vortragen. Alter, der ist ja übelst mit Liebe gemacht. Ja. Holy shit. Ja. Alter Marvin, der hört schon lange nicht mehr zu, der ist so enttäuscht gewesen. Wahrscheinlich. Alter, fuck. Ja, wenn du das hörst, Marvin, schreib bitte in die Kommentare. Ich glaube, wir müssen Hallo. Echt das mal irgendwie morgen abfotografieren. Ja, und shit, irgendwo posten, weil das ist ja richtig liebevoll hier. Ich habe ihn auch schon durchgelesen, muss ich mal Schande gestehen, weil ich nicht abwarten konnte. Ja. Aber ist er das hier? Nee, das sind irgendwelche Randys. Ich kenne die Gesichter nicht, ehrlich gesagt. Ich dachte, du kennst einen von den beiden. Guck mal, da erkenne ich direkt KitKat. Stimmt. Oder KitteKat oder so. Wie heißt es? KitKat Club in Berlin. Eins davon ist Katzenfutter, das andere ist lecker. lieber brennt, also das ist hier wie so ein Drohbrief. Irgendwelche Buchstaben ausgeschnitten, genau, aus Zeitungen, Magazinen, keine Ahnung woher und Gesichter auch daneben. Lieber Brennpunkt Internet, lieber Tino inklusive Robin, witzig. Da wir euren Podcast ganz knorke finden, wünschen wir uns für die beige. Beigelegten. Ach, beigelegt, aber das könnte auch beige sein. Aber das ist ein I, beigelegt. Ja, aber so wird beige geschrieben. Stimmt, ja gut, beischlägt. Beige legten 25 Euro einen weiteren Podcast. Das Thema sollte sein: zukünftige technische Errungenschaften, Expansion im Weltall und wie Aliens bei Erstkontakt auf uns reagieren würden. Vielen Dank im Voraus. Bitte wenden. Oh, nee, ganz unten. Moin, dieser Brief wurde von 2 Leuten gemacht. Erste Person,
Alter, Ziegenente. Damn, zweite Person, goat me. Holy shit. PS, viele Grüße aus dem Bundesland der Nazis. PS2, wir sind keine Nazis. Ja, ich dachte, es ist erst ein Datum. 2. Nee, ist kein Datum, ne? Nee. Okay. Ja, diesen Hörerwunsch gibt es heute nicht. Also heute nicht, nee. Aber wir machen ihn auf jeden Fall. Wir machen ihn auf jeden Fall. Aber also Ziegenente vor allem habe ich ganz oft schon in den Kommentaren gesehen. Goat Me habe ich auf jeden Fall auch schon mal gelesen, aber ist mir nicht ganz so geläufig. Das ist richtig bad gerade. Also wenn das einfach nur so ein Wisch gewesen wäre, aber nein, das ist so richtig... Nee, ist echt schön gemacht und ich fühle mich richtig schlecht, aber wir können nichts dafür. Ja, es lag ja da in der Redaktion rum, es wurde uns einfach nicht zugestellt. Von den vielen Briefen, die wir bekommen haben. Es waren bestimmt so, weiß ich nicht, 7, 10 Stück oder die so. Die Frage, die ich mir halt echt stelle, ist der Brief angekommen, als wir wirklich noch da waren? Oder kam der, nachdem wir schon nicht mehr da waren, weißt du? Das können wir verfolgen anhand des Datums von... Ach, hier steht Brief, ein Datum oder was? Falls abgestempelt worden ist. 10.02.2012. Was? Hä, das kann gar nicht 2012? Sein. Was laberst du? Nee, weil 2012 steht. 2017. Aber 17 kann es auch nicht sein. Also, das ist eine 7 und keine 2. Also 10.02. steht auf jeden Fall da. 10.02. waren wir noch bei Radio Lotte, glaube ich. Es ist ein langer Fall. Kannst auch gerne rauspiepen, ist mir egal. Ja, ich weiß gar nicht, wie schlimm das ist, aber... Ist gar nicht schlimm, glaube ich. Das war ja noch vor Corona gerade, also weltweit natürlich nicht, aber... Das ist vergessen wie die Pandemie und wie die ganzen Erkrankten. Aber dann muss es ja 20 gewesen sein wahrscheinlich, so gerade so im Übergang. Oder ist es halt jetzt dieses Jahr, 10.02. Aber das passt sehr gut, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch in einer Beziehung mit einer anderen Person und die habe ich vom Bahnhof abgeholt, da kam der Anruf von einem, der uns ankacken wollte. Mhm. Das kann zu der Zeit passiert sein, als wir schon nicht mehr rein durften, dass der Brief angekommen ist. Ja, das würde gut nicht passen. Ich glaube, wir waren schon noch bis Mitte März drin. Oder? Also so gerade als erster Lockdown gab, durften wir nicht mehr rein und dann eine Woche später gab es ja erst Beef. Aber, Ach so, das kann auch sein. Überleg mal, ja, über 3 Jahre. Es tut mir leid. Es tut mir übrigens auch nochmal leid für alle anderen, die jetzt 2 Wochen auf uns verzichten mussten. Ja, ich war unterwegs. Fest. Ich kann gerne zugeben, dass es meine Schuld war. Ich war in Berlin auf dem CSD und ich war noch woanders, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich wollte gerade sagen, das war doch nicht nur deine Schuld, oder? War nicht auch irgendwas? Ich war doch auch irgendwo. Ich konnte auf jeden Fall nicht an deinem Ausweichsdatum. Weil ja, ich Poker gespielt habe. Nee, warte mal, am richtigen Datum habe ich Poker gespielt, aber da konntest du eh nicht. Wie dem auch sei, jetzt sind wir ja wieder da. Und diesen Hörerwunsch gibt es auf jeden Fall nur halt jetzt. Ich habe das Geld noch zu Hause, aber ich habe es rausgetan aus dem Brief, weil es dann rausgefallen war. Und wir können davon aber auch einfach Essen bestellen während des Podcasts. Nein, das. Nimm, gönn dir. Ich? Ja. Liebes Finanzamt, das Geld nehme ich jetzt nicht wir an. Nein, wir spenden das. Es wird gespendet an die AfD, Kreisfraktion in Sonneberg, damit wir größeren Schaden vermeiden können und der Herr Sesselmann da gute Arbeit verrichtet. Okay. Ja, in diesem Sinne, das ist wirklich ein schöner Code-Opener gewesen. Ey, ich will das ja eigentlich den ganzen Podcast überthematisieren, aber dann kommen wir ja zu nichts. Nee, komm mal nicht. Wir machen diesen Hörerwunsch gerne noch zum Thema Aliens und wie die auf uns reagieren würden bei Erstkontakt und bei Erfindungen in der Zukunft, Innovationen, die sich die FDP erhofft. Also was ich jetzt sofort mache, ist, ich werde es abfotografieren und in die Oase reinposten. Ja, da ist es schon mal so semi-öffentlich, weil das ist wirklich so geil gemacht. Wir haben jetzt den Namen, den Vornamen gedroppt. Wir wissen gar nicht, ob die Person auch so genannt werden will. Dann Klage ist raus, ich weiß es nicht. Anzeige ist raus. Da, Alter, das ist übelst gut. Hier werden jetzt live Fotos gemacht für die Oase, die ihr euch einkaufen könnt, wie ich gehört habe. So, also, vielen Dank nochmal an euch und sorry, aber eigentlich war es nicht unsere Schuld. Nee, war es nicht. Eigentlich war auch nicht unsere Schuld, dass wir jetzt hier irgendwie 2 Wochen nichts gemacht haben. Es kann halt kein geiler CSD in Berlin sein am Samstag, weißt du? Die können ja auch mal Rücksicht auf mich nehmen und können ja am Sonntag machen oder am Freitag oder so. Ja. Ich habe Kevin Kühnert getroffen. Ich wäre mehr begeistert, hättest du Kevin Russell getroffen. Nee, nicht ganz. Und die Tante Veganerin habe ich getroffen. Oha. Die war auch da und hat quasi für Veganismus demonstriert. Und da gab es so einen Bratwurststand, wo Mio noch meinte, wetten, dass die nachher noch Aufstand hier an dem Bratwurststand macht. Und so kam es auch. Oder sich heimlich eine Bratwurst gönnt. Die hat dann danach noch ein Video gesehen, wie sie quasi davor sich gestellt hat und hat demonstriert gegen diesen Bratwurststand. War sehr lustig, sehr interessant, sie mal in Real Life zu sehen. Und war nett? Ich habe sie nicht gequatscht, ich habe sie nur gesehen und zugenickt so. Und hast du ihr gesagt, ich kenne dich auf einschlägigen Webseiten mit X? Habe ich mir nicht angesehen. Nämlich Twitter.
Ah, übrigens, in diesem Sinne, hallo Leute, übrigens, das war ein ewig langer Cold Opener, aber wir wollen natürlich nicht umgehen zu sagen, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind, ich habe vergessen, wer wir sind, so von lange her. Von schlechten Tauben. Ja, und wir begrüßen euch so halb im Podcast drin und schmatzen euch hart die Pube und... Wir Punkt. Waren 2 Wochen nicht da und schon hat sich alles verändert. Und zwar, Twitter heißt jetzt X, sonst ändert sich nichts. Das ist, glaube ich, aber ein Missverständnis. Twitter heißt immer noch Twitter. Das Logo ist X. Echt? Ach so, ich dachte, Xen sagt man jetzt irgendwelche Twittern. Das sagt man, aber es heißt trotzdem noch Twitter. Ist das dumm. Vielleicht ändert sich das noch, aber was ich gelesen habe, ist, dass dieses Zeichen da, das ist ein Font, der nicht irgendwie gesichert ist. Das heißt, er kann das nicht... nicht patentieren lassen, sondern urheberrechtlich schützen oder irgendwie sowas. Ach, der ist zu Paint gegangen, hat einfach so ungefähr so was schön aussieht. So ein Open-Source-Ding quasi und das kann man nicht auf sich fest registrieren. Ja, aber alle dürfen das benutzen quasi. Also auch X-Hamster können dieses X nehmen und sagen, ja, das ist unser Logo jetzt. Womit wir direkt nämlich bei einer kleinen Sache sind, die damit verbunden ist, denn in Indien ist Twitter jetzt verboten aufgrund der geblockt, der Porn- Regelungen in Indien. Wegen des X oder wie? Ja. Oder? Das ist, ich weiß nicht, was die da genau machen mit ihrem X, aber da, also, ich meine, es sieht ja auch so aus. Wenn du nur dieses X siehst, da würdest du schon sagen, ist wahrscheinlich eine Schmuddelseite. Das heißt, wenn ihr Aktionäre seid und ihr seid im Urlaub, in Indien war das? Ja. Dann könnt ihr nicht quasi auf den DAX zugreifen, weil alles gesperrt ist, was mit X ist. Aktionäre und Nacktionäre haben es quasi schwer in Indien. Aber das verstehe ich gar nicht. Also nur wegen des Xs, weil es muss auch irgendwelche Firmen geben, die irgendwie X heißen. Mir fällt gerade keins ein. Ja, siehst du. Aber. Xbox. Aber haben die Pornos verboten in Indien? Nein, wahrscheinlich Webseiten, die mit irgendwas mit X haben. Das ist völlig, völlig. Wenn es dich wirklich interessiert, dann suche ich es nochmal raus. Wir verbieten jetzt sofort Webseiten, die mit B anfangen. Ja, warum einfach, nicht? Weil, warum nicht? Also, weil es der gleiche Buchstabe ist wie Busen. Also no hate, aber Indien ist ja jetzt auch nicht das allersauberste. Also ich war noch nie dort, ich weiß nicht, wie sauber es da ist. Nein, ich meinte so rein sozial und politisch. Das kann sein. So, das if porn nicht. Is illegal, there Twitter should probably already have been banned. Ja, das stimmt natürlich. Auf Twitter ist natürlich die Regelung, was du posten darfst, relativ lapidar. Ja, von Nazi-Scheiß bis Pornografie ist ja alles erlaubt, ne? Ja, so. X.com? Vielleicht ist es halt doch, dass es sich um... Warte mal. Also wenn... Das wäre für mich halt neu, dass Twitter wirklich auch eine andere Domain bekommt. Das wäre immer konsequent. X.com will be used by Twitter, he said. Ja. Aber von Twitter, vielleicht heißt es ja auch immer noch irgendwie so. Aber denkst du, es wird die Plattform retten? Ja, das Gegenteil, oder? Also ist so ein Rebranding sinnvoll, wenn du gerade auf dem absteigenden Ast bist, dass dann plötzlich die Leute sagen, ah, ich guck mal nach Twitter, oh, ich find's nicht mehr. Nee, aber es kann ja so ein Ding sein, von wegen, wir krempeln jetzt alles völlig um, Twitter ist irgendwie tot, so wie es gewesen ist, machen daraus einfach was Neues. Auf x.com werden nur noch Vorhäute umgekrempelt. Warum nicht? Auch das? Ist doch voll okay. Weiß ich nicht. Also ich bin auch noch bei Twitter, habe meinen Account auch immer noch, meinen persönlichen, aber überlege jeden Tag ihn zu löschen, weil ich da eh nicht aktiv bin. Außer mich markiert irgendwie ein Brennpunkt-Hörer oder so. Ich wollte gerade sagen, wir sollten vielleicht mal einen Brennpunkt-Account machen, damit Leute wie Ziegenente uns da taggen können, damit wir irgendwie das mal mitbekommen. Aber muss man dazu sagen jetzt, um einfach mal die Schuld noch weiter von uns abzuwälzen, Ziegenente, ihr hättet uns ja auch auf irgendeiner Social-Media-Plattform nochmal schreiben können, ey, was ist denn eigentlich aus unserem Brief geworden? Das stimmt, machen ja auch andere, die uns quasi erinnern vielleicht, müssen. Vielleicht war das auch so eine Aktion im Suff, weißt du, so, oh, wäre übelst witzig, da Briefe zu schicken und am nächsten Morgen hatten sie es vergessen. Aber wer besoffen so einen Brief hinkriegt, hier mit diesen ganzen Buchstaben und so, das ist... Wir müssten euch bezahlen, ja. Das stimmt tatsächlich. Gut, x.com finden wir also durchwachsen, oder? Ja, noch neutral. Also ich finde, solange da Musk sagen hat, finde ich es ja eh irgendwie weniger geil, aber gucken, was passiert, ne? Ja, also was Twitter fehlt, ist eine ganz große finanzielle Spritze und da kann eventuell der Fußballer Mbappé nachhelfen. Was ist mit dem? Der kriegt vielleicht Geld, wenn er den Deal annimmt.
welchen Deal? Ja, jetzt kommen wir nämlich dazu. Folgendermaßen, Saudi-Arabien, wo wir es gerade von lupenreinen Demokratien haben. Saudi-Arabien hat vor einigen Monaten angefangen, so die Tennisliga leer zu kaufen, wobei ich mich da so gar nicht auskenne, aber ich weiß, dass es passiert ist, kann euch keinen Namen nennen. Und jetzt hat Mbappé, der seit, ich glaube, 4 Jahren so auf dem Schirm ist, ich weiß nicht, wann war, ich glaube, was war jetzt, Katar war WM? Ja. Ich glaube, der war echt erst richtig relevant zur EM, also 2 Jahre vorher. Mhm. Ich glaube, da ist der so richtig rausgekommen. Und der da ist waren halt sie jetzt, alle Fans von ihm, ja. Genau, und der ist halt jetzt so von 0 auf 100 quasi ganz nach vorne. Und er hat einen Deal bekommen, zu Saudi-Arabien zu wechseln. Was schätzt du so? 1 Milliarde. Du bist ein Arsch. Ja. 1,1 tatsächlich. Naja, ich meine, Mbappé ist ja ein großer... Zimbabwe. Sprech den ruhig falsch aus. Ich weiß nicht, wie ist nur ein Franzose. Wie wird ausgesprochen? Mbappé. Mbappé. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe ihn auch nur einmal auf irgendein Cover gesehen. Der ist ja relativ groß und bekannt, ne? Ein großer Fußballer und so. Saudi-Arabien hat viel Geld. Klar wird da viel Geld zustande kommen. Und ja. Aber du sagst das so daher, wie fände man das jetzt, wenn plötzlich Wladimir Putin die ganze europäische Meisterschaftsliga leer kauft und in seine russische Top 11 rein... Aber nur die Heterosexuellen. Ja, aber trotzdem. Das finde ich auch dumm. Nicht so geil, oder? Das ist klasse. Saudi-Arabien ist halt immer so ein Ding, das winkt mal ab, weil das sind ja irgendwie Freunde so über 5 Ecken. Aber da, also die haben Journalisten zerhackstückelt. Es ist doch eh bei Sport und bei Fußball so ein Thema mit dem Geld, dass so Vereine wie Bayern oder RB Leipzig, die auch ganz viel Geld haben und sich damit irgendwie eher hochmausern und sich die ganzen Stars kaufen. Ja. Und es viel weniger um das Spiel so richtig geht. Ne? Soweit ich weiß, kommt der auch aus relativ einfachen Verhältnissen. Und da überlege ich mir so, du fängst halt an, irgendwie deinem Drecks Frankreich vor Ort so ein bisschen auf dem Bolzplatz rumzuballern. 10 Jahre später kriegst du irgendwie 1 Milliarde angeboten, weil du halt Fußball spielst. Das ist schon einfach insane, was da für Gelder fließen. Fast beneidenswert. Ja, dich würde ich auch gerne mal auf dem Platz sehen, mit dem Ball vor dir. Also für 1 Milliarde Euro, kein Problem. Mache ich auch. Ich habe mal Fußball gespielt. Mhm. Also ich habe in meiner Familie jemanden, der Profifußballer gewesen ist. Und dadurch kam ich auch mit Fußball in Kontakt, aber eher so als zuschauende Person. Und dachte auch dann als Jugendlicher mal, okay, ich mache auch mal zum Training, mir das mal angucken, ob ich gut bin. Mhm. Und bin nach einem halben Training nach Hause gegangen, weil mich das alles genervt hat. Das Rumlaufen. Ja, ich finde Sport anstrengend, ich finde Fußball anstrengend. Ich verstehe die Regeln alle nicht. Und habe halt keinen Bock, da irgendwie einem Trainer nach der Pfeife zu tanzen. Da habe ich dann gesagt, nö. Das ist Literary bei der Pfeife. Ja, also der naja, eben, das ist es ja. Naja gut, aber wir kommen mal zu einem anderen Fußballthema, wo du garantiert drin bist. Ist dir dieses Foto hier geläufig? Ist dir genau. Das reingespült worden? Ist mir reingespült worden, ne? Der war ja erst so ein Vorbild für gelebte Integration, weil er türkisch ist und so und hat die deutsche Mannschaft mit zur WM, zum Titel verholfen und so. Und jetzt, er ist schon vor längerer Zeit abgedriftet, so auch in diese Pro-Erdogan-Geschichten und so weiter. Mhm. Und jetzt hat er halt sein T-Shirt hochgehoben. So Fuckboy-like in einem Fitnessstudio, glaube ich. Und hat ein Tattoo offenbart von den grauen Wölfen. Ja, was ich witzig fand, ist, dass... Also viele haben dieses Bild gepostet mit der Aussage, der Post mit diesem Tattoo. Die grauen Wölfe kannst du gleich mal erklären. Also witzigerweise hätte ich nicht gedacht, aber die größte rechtsradikale Organisation in Deutschland. Ja, ist so, genau. Glaubt man gar nicht. Ja. Aber das ist halt echt so. Die haben fast ja noch mehr Leute als die NPD und die AfD zusammen wahrscheinlich. Wie also gefühlt, weil ich weiß nicht genau, wie viel die jetzt haben, aber es sind ja, ganz ich glaube viele. Nicht, dass Parteien da reinzählen in diese, also eine nee. Partei als rechtsradikale Organisation, das wird, glaube ich, nochmal separat gewertet. Wie dem auch sei, was kritisiert wurde, ja, also das Foto wurde gepostet und mit dem Untertitel, ja, hier der Post mit diesem Tattoo. Mhm. Und die Leute alle, der zeigt seine Bauchmuskeln, der zeigt gar nicht das Tattoo. Ist nicht bauchmuskeln, wo ist denn da eins? Nein, das nicht, aber so, als würde es einen Unterschied machen, ob er bewusst dieses Tattoo zeigt oder halt man ist. Also es geht ja darum, dass er das hat, nicht dass er es stolz in die Kamera zeigt. Ja, die Leute greifen sich halt jeden Strohhalm irgendwie, um irgendwas schreiben zu können, was dagegen halten kann. Mhm. Ja, also mir ist der Herr Özil relativ egal. Ich kannte die grauen Wölfe auch vorher nicht, aber ist ja interessant. Oder wie wieder die Gegenstimmen sagen würden, ja, ist ja klar, wenn ihr den so angeht, weil der mal mit Erdogan was macht, ist ja klar, dass der in die Ecke abdriftet. Ja, genau, so funktioniert es auf jeden Fall. Wir sind selber schuld.
Also ich wusste nicht, wie tief der drinne steckt. Ich wusste auch nur, dass er Erdogan-Fan ist, dass er jetzt aber echt so auch Grauwölfe irgendwie da hinterher rennt und dass sich sogar tätowieren lässt. Was ja auch ein Ding ist. Ja, man kann ja irgendwie sagen, okay, Jugendsünde irgendwie, man ist dann mal mitmarschiert, hat Kontakte in die Richtung, okay. Aber sein Tattoo auf der Brust zu haben, ist auch noch stolz zu zeigen, hat schon nochmal eine Aussage. Nein, Tino, er zeigt das stolz nicht. Er zeigt seine Bauchmuskeln. Ach so, ja. Das Tattoo ist Beiwerk. Dann zählt es gar nicht. Haben wir es gar nicht gesehen. Okay. Also wie vor Gericht, es gibt doch auch so Videomaterial, was du nicht auswerten darfst, weil es illegal zustande gekommen ist. Ne? Mhm. Das heißt, du kannst den Video vorspielen dem Richter oder der Richterin, wo der Mord zu sehen ist und der Täter. Das dürfen die aber nicht bewerten, weil es halt nicht legal war, das Video herzustellen. Ich weiß nicht, ob das beim Mord vielleicht ein spezieller Fall wäre. Also das weiß ich auch nicht genau. Das fände ich ein bisschen absurd, wenn man den tatsächlichen Mord wirklich auf Video hat und dann das... Nee, ist nicht passiert so. Also nee, das glaube ich nicht, dass das so... Das darf nicht in die Beweislast reinfallen. Klar, es ist dann natürlich irgendwie schon klar. Ja, aber, aber stell dir mal vor, es gibt nichts, was einen Mörder verführt. Also es gibt keine... Verführt? Ja. Lieber Herr Mörder... Es gibt keine Indizien, keine Beweise, kein gar nichts. Aber es gibt ein eindeutiges Video, wo man ihn sieht bei der Tat. Nee, das ist ja, der hat nicht consented bei dieser Videoaufnahme, das kann man nicht merken. Obwohl, du bist gendered im Video. Ja, keine Ahnung. Also ich habe das, mir wurde das mal gesagt, dass so Video... Das gibt es auf jeden Fall, das habe ich auch schon gehört. Das Video ist nicht in die Beweislast reinfallen dürfen. Ich habe gerade vielleicht überspitzt zu sagen, dass es bei Mord auch so wäre. Genau, ich glaube, dass es halt bei so niederen Sachen quasi... Herr Mord ist ja nichts Niederes. Ja, das ist ja ehrenwert. Es gibt ja auch Ehrenmord. Also. Stimmt. Irrenmann, Alter. Voll der Irrenmord. Ja, kommen wir von diesen ganzen komischen politisch geladenen Themen nochmal zu einem populär geladenen Thema. Bist du denn Team Barbie oder Team Oppenheimer? Eigentlich war ich erst Team Oppenheimer, weil ich da zuerst reingehen wollte ins Kino, aber ich wurde dann überredet, in Barbie zu gehen und fand den auch richtig gut. Also ich war jetzt... Wann war ich drin? Am Montag? Mhm. Also glaube ich sogar, als es rauskam sogar, weiß ich gar nicht. Nee, der ist schon ist länger draußen. Aber wir müssen ja ein bisschen nachholen. Ja, dickes Hobby, das sind jetzt die News von den letzten zwei Wochen quasi. Und ich fand den Film richtig gut. Also klar, man muss es mit Vorsicht genießen. Das ist ein Film von Mattel selber und so. Die haben sich auch in Szene gesetzt. Aber in dem Film geht es auch sehr selbstironisch zu und sehr feministisch und so weiter, sehr selbstkritisch. Also mir hat der Film schon sehr gut gefallen. Ich habe jetzt kaum Kritikpunkte, wo ich sage, naja, das war jetzt doof oder so. Ich wollte noch ganz kurz einwerfen, bevor wir das vergessen, weil das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ihr hört das ja wie gewohnt am Sonntag, aber wir nehmen es gerade am Donnerstag auf. Ja, stimmt. Weil am Wochenende halt Geburtstags- und Bla-Stuff ist, weil ich hatte ja auch Geburtstag die Woche und so. Und deswegen machen wir da so ein Prä-Wochenend-Aufnahme. Vielleicht passieren jetzt noch ganz wichtige Dinge und ihr denkt euch, hey, warum sprechen die den Elefanten im Raum nicht an? Tja. Wir haben ihn leider nicht gesehen. Sorry. Noch nicht, aber nächste Woche gerne mehr zur Was gewohnten Zeit. Leute aber gesehen haben, sind eben jene zwei Filme jeweils mit Bomben. Einmal die Atombombe und einmal Margot Robbie. Ja, ja. Na? Da gibt's, kommen wir gleich noch zu, da gab es nämlich auch ein Streitthema vor, ich glaube, 10 Tagen oder so. Aber erstmal dazu, ich habe noch keinen der beiden Filme gesehen. Ich habe auch bei keinem der beiden Filme so richtig den Drive, den zu sehen gerade. Wobei ich halt an sich schon sage, so Christopher Nolan Filme sind immer gut. Da hat erstmal ein Stein im Brett bei mir, aber Tenet zuletzt war mir dann doch eine Spur zu drüber. Habe ich nicht gesehen. Und wenn ich jetzt bei dem Film auch höre, dass er irgendwie fast 3 Stunden geht, ich weiß es nicht. Aber das Thema ist halt sehr spannend. Es geht ja um Oppenheimer und die Erfindung der Atombombe und so. Das ist schon ziemlich cool. Ich habe noch nicht gesehen. Die Atombombe ist super cool. Ich hab noch, Wladimir, mach mal. Sicher. Ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe schon ein paar Filmfehler entdeckt. Und zwar gibt es für eine Szene, also das Wort habe ich nur gelesen, nicht entdeckt, dass in der Szene wird die amerikanische Fahne geschwungen, wo 50 Sterne drauf sind, obwohl zu dem Zeitpunkt noch erst, glaube ich, 48 oder so eigentlich erst drauf gewesen sein müssten. Da ist so ein Mini-Fehler drin. Oh, peinlich, Alter, ne? Wenn die Requisite so schlampt. Oh. Ja, aber Barbie kann ich sehr empfehlen und hier in Weimar, klar, CineStar ist auch cool, aber ist halt sehr teuer. Man kann aber auch ins Lichthaus gehen. Da läuft der Film auch viel günstiger und auf Englisch. Wenn der Film angeht, macht das Lichthaus das Licht aus. Ist so. Und ja, da gibt es halt Sofas statt... Was sind das, Stühle? Aber nur die ersten 4 Reihen oder so. Danach gibt es auch so Kinostühle. Na gut. Ja, wer auch gerne den ein oder anderen Mann als Stuhl benutzen darf,
laut diesen Männern, wenn man sie fragte, wäre Margot Robbie, aber es gab eine ganz große Diskussion. Und ich habe das eigentlich nur reingenommen, weil ich es witzig fand, dass das eine News ist, die ganz viele Leute diskutieren. Es ging nämlich einfach nur um einen Tweet, der gesagt hat, diese Margot Robbie ist nur eine 7 von 10. Alter, die ist eine 10 von 10. Da würde ich jetzt vehement widersprechen wollen. ich weiß, dass die objektiv schon so einem guten Ideal entspricht, sage ich mal, aber ich persönlich finde sie halt langweilig. Ich würde der schon irgendwie eine 8 von 10 geben, aber das heißt jetzt trotzdem nicht, dass ich sage, ohoho! Also erstens bewerte ich Frauen natürlich nicht über Du hast Punkte. Angefangen aber mit 10 von 10. Nee, du hast angefangen mit 8 von, nee, von du, 7 das von 10. Das war nicht hier. Meine Aussage, das war auf Twitter. Also würde ich es machen, wäre es für mich eine 10 von 10, aber alle Frauen sind für mich eine 10 von 10. Na klar, sicher. also diese Skala macht überhaupt keinen Sinn, wenn es nicht 1 bis 10 alles gibt. Aber ich finde sie echt sehr interessant vom Aussehen her, weil sie auch so ein markantes Gesicht hat. Also sie fällt sehr auf, finde ich, und finde sie halt nicht so Standard. Das ist halt gerade, was für mich... Also zum einen, selbst wenn ich ja sagen würde, ich sehe eine, die 10 von 10 ist, kann ich trotzdem für mich sagen, die ist so uninteressant. Aber bei ihr ist es eine 8 von 10, um das jetzt in solchen Wörtern auszudrücken, weil ich eben genau das nicht so... Mhm. Also die hat halt irgendwie ein sehr kantiges Kiefer-Ding und so einen riesen Mund. Ja. Und ist ja Geschmackssache, aber für mich ist das halt einfach ein bisschen komisch. Es ist immer Geschmackssache. Ich habe dann Angst, gegessen zu werden. Aber das war jetzt eine riesen Nachricht. Ja, ja, nein, eben nicht, aber ich habe es genau deswegen reingenommen. Also für uns ist es natürlich eine winzige Nachricht, wir machen uns nur drüber lustig. Aber es gab halt etliche Artikel, die das breitgetreten haben. Wie kannst du nur sagen, sehen? Also muss man dazu sagen, es gab auch sehr viele Reaktionen auf diesen Tweet. Ja, wenn das dann irgendwie 28 Millionen Mal angezeigt wird. Dieser Tweet alleine hat wahrscheinlich Twitter zurück in die Relevanz geholt. Ja, super. Aber das ist dann halt so ein Ding, wo ich mich gerne drüber lustig mache, dass die ganzen Buzzfeeds und so sich da das Maul zerreißen. Wie kann er es wagen, die als 7 von 10 zu bezeichnen? Aber der Film immerhin, der besteht den Bechdel-Test. Aha. Das ist doch gut, oder? Weil da ganz viele Frauen drin sind? Oder? Genau, es gibt diese drei Faktoren. Ne? Einmal müssen zwei Frauen einen Namen haben. Mhm. Dann müssen sich zwei Frauen... Die heißen alle Barbie. Oder? Fast alle, nicht ist alle. Es nicht wie bei einem Schlümpfen irgendwie Schlaubi-Barbie und ungefähr Muskel-Barbie so. Und so. Dann müssen zwei Frauen sich unterhalten miteinander. Mhm. Und drittens, es darf in der Unterhaltung nicht um einen Mann gehen. Und es ist spannend, weil so kommen auch Filme durch den Bechdel-Test, aber wenn sich die Frau nur über Schminke unterhalten zum Beispiel und über Männer trotzdem. Mhm. Oder The Dark Knight zum Beispiel ist auch durch den Bechdel-Test durchgekommen quasi, aber auch nur, weil Commissioner Rodriguez von einem Mann bedroht wird und sie halt telefonieren muss mit einer anderen Frau, mit der Frau von James Gordon. Mhm. Und sie führen eine Unterhaltung miteinander, wo es nicht um Mann geht, aber trotzdem halt sagt es nur auf Zwang, was der Mann halt sagt. Deswegen ist es ein halber Bechdel-Test. Man halb bestanden beim Bechdel-Test. Gut. Aber wir schweifen ab. Ja, also ich würde den Techtel-Mechtel-Test mit Margot Robbie bestehen, um dieses Thema endlich mal zu beenden. Aber bleiben wir ganz kurz beim Thema SchauspielerInnen und zwar die schauspielende Person, ich muss kurz gucken, der wie sie egal heißt. Ist, wie man sie gendert übrigens. Bella Ramsey, genau, die Person benutzt wohl alle Pronomen, sämtliche Pronomen. Ja, und sie hat mehrfach gesagt, es ist ja egal. Und ist halt nicht binär, hat sich halt geoutet, wurde aber jetzt nominiert als weibliche Hauptdarstellerin, also als beste weibliche Schauspielerin. Oh Gott, den Award kann ich nicht annehmen. Und das ist gerade eine Diskussion. Wie verfährt man denn jetzt mit Menschen, die sie als nicht binär bezeichnen oder identifizieren und die aber einen Preis gewinnen sollen? Tja, sie müssen ablehnen. Ja, ist das ihre Verantwortung, als nicht binäre Schauspielerin diesen Preis abzulehnen? Es kann schon beleidigend sein, überhaupt nominiert zu werden als Schauspielerin, wenn man ein Schauspieler ist. Oder nichts von beiden ist. Also wenn ich einen Oscar kriegen würde als beste Schauspielerin, würdest du einen Oscar nehmen und mich nicht beschweren. Aber okay, ja, das ist ja nur meine Meinung. Aber auf der Fallhöhe von hier Bella Ramsey ist es ja schon nochmal was anderes. Ja, ich verstehe doch die Problematik, aber... Aber ich hätte auch keine Lösung. Ich bin ja beruflich auch in diesem ganzen Thema drin. Ich kenne keine Antwort. Ich weiß es nicht. Ja, also ganz ehrlich, jede Lösung, die jetzt kommt, ist halt, öffnet nur Tür und Tor um weiter. Also wenn man jetzt sagt, wir machen einen dritten Award für beste... alles dazwischen und vorbei und so, dann sagt es aber, warum werden Frauen speziell ausgezeichnet und wie jetzt nicht?
So. Ich hatte mal die Idee, dass man doch einfach allgemeine Oscars vergeben kann und die nicht abgezählt sind, nicht? Aber wir, es gibt nur einen Hauptdarsteller, der besser ist. Ja, und dann kommst du wieder mit dem Bechdel-Test und sagst, oh, da haben wir jetzt 80% Männer gewonnen. Das sollte halt nicht so sein, ja. Ne? Dass man trotzdem irgendwie sagt, irgendwie man prämiert echt hervorstechende schauspielerische Leistungen und dann hat jeder in der Jury irgendwie 3 Stimmen oder so. Und dann kann man 3 Leute auswählen, egal welchen Geschlechts. Hm. Ist auch vielleicht nicht die richtige Lösung und die optimale Lösung, aber habe ich mir mal gedacht. Es geht doch vor allem nicht mal um Oscar. Die Oscars sind dann vorbei. Was ist denn das? Ein Emmy? Ach, sorry. Ein Emmy braucht. Ich habe Oscar gesagt. Es kam nicht von dir, keine so, Sorge. Okay. Aber ein Emmy braucht doch eh keiner. Also bitte. Preis ist Preis, wenn er mit Geld datiert aber, ist. Wie gesagt, gerade sie, die ganz oft gesagt hat, ist ja scheißegal, wie sie bezeichnet wird. Ja, also nee, wie sie gegendert wird, das ist ja noch was anderes. Also wie sie pronounced wird, also ihre Pronomen quasi sind ja egal. Aber vielleicht nicht, welches Geschlecht sie eingeteilt werden möchte. Ist doch, komm. Also wir halten euch auf dem Laufenden. Bleibt spannend, ja. I'm on the edge of my seat. Vor allem müsste es da nicht langsam eine Entscheidung geben. Wie lange hat man denn Zeit zu sagen, will ich den Ich habe keine Ahnung, ob man so einer Nominierung überhaupt zustimmen muss. Wie heißt er? Emmy? Emmy wird anders geschrieben? Nee. Ich weiß das. Nee, E-M-M-Y. Bella Ramsey. Ich wundere Bella mich nur, Ramsey. Dass das mir nicht vorgeschlagen wird direkt. Die Zeremonie war Emmy Awards criticized, bla bla bla. Wann ist denn die Vergabe? Oder war die sogar vielleicht schon? Das kann vor auch sein. Vor 3 Tagen. Da war die nee, schon. Nee, ich glaube, die ist noch nicht, weil vor 3 Tagen wurde irgendwie eine Serie, eine Episode. Aber auf jeden Fall ist das der perfekte Zeitpunkt, um dir mal zu sagen, ob du das gefälligst endlich mal guckst. Ach so, lass doch was. Ja. Ja. Also, ja, aber pronto. Ich spreche keinen. Der Emmy kriegt man nur für, was hast du gesagt, herausragende schauspielerische Leistung. Ja. Na und. Das hat sie bestimmt gemacht. Wenn du das nicht würdigst. Indem du einfach die Serie endlich mal guckst, dann... Wir haben gerade keine Serie, würde gerade passen. Aha. Aber es sind 8 Folgen, Tino, das hast du an einem Abend durchgeguckt. Ja. Und es ist so gut. Und spätestens Folge 3 wirst du nicht mehr aufhören wollen. Und das schwöre ich dir bei Allah. Ich habe noch ein Thema zum Thema Gendern. Und zwar, wie heißt da? Julian Reichelt hat eine Website, die nennt sich News, also News, ausgesprochen News, Seite, wo er halt... Oh. Unabhängige Nachrichten. Das ist wie so Eltern, die ihre Kinder so richtig räudig so Jeremy oder so nennen. Oder Robin oder so, ne? Naja, Robin, so ganz cool. Da kannst du nur reinschlagen. Und Jeremy, der heißt jetzt News-Website, toll. Genau. Und die jedenfalls machen die ständig Hetze gegen das Gendern, ne? Und da hat mal jemand sich den Witz gemacht und ins Impressum geschaut von dem. Mhm. Und die gendern selber in dem Impressum die Website. Oha. Bei Punkt 2 KundInnen und interessierten Daten. Das fand ich einfach eine witzige Nachricht. Ist Kunden nicht auch so ein Wort wie Mensch oder so? Das nee, nicht... Kundin und Kunde. Aber Gäste zum Gast Beispiel? Gast nicht. Gast kann man nicht gendern, also nicht offiziell. Oh, die Kappe ist ja voll süß. Ja. Ist die neu? Nee, die habe ich letztes Jahr zum Geburtstag gekriegt, aber ich habe dieses Jahr 3 neue bekommen. Ah, auch süß. Kann ich die dann auch mal präsentieren, aber wir machen ja kein Sehr gerne. Radio, nee. Deswegen... noch nicht. Gucken wir mal. Ich habe mir ja Hero die Lochis aufgeschrieben, habe das vergessen nachzugucken. Da wurde mir irgendwas angezeigt. Die Lochis... Haben die einen neuen Song veröffentlicht? Wahrscheinlich, aber es soll jetzt eigentlich auch nicht die News sein, aber warum habe ich es mir aufgeschrieben? Ach genau, weil es ein Ab-18-Video war. Aber ich habe es mir halt noch nicht angeguckt und da dachte ich, oh, jetzt, die sind in ihrer Miley Cyrus-Phase, weißt aber, du? Aber auf YouTube? Dass die sich jetzt so loslassen. Ach, Triggerwarnung, gucke mal. Oh mein Gott, ich verlieb mich gerade vor 7 Tagen, Triggerwarnung. Es gibt eine unzensierte Variante davon auf anderen Seiten, glaube ich. Ich habe es noch nicht gesehen, das muss so krass sein. Die Lochis kämpfen sich jetzt von ihrem Kinderimage weg. Finde ich gut. Heiko Roman. Ach, deswegen heißen die Hero. Wegen Heiko und Roman. Guck mal. Nach dem Video hoffe ich, dass meine Kinder für immer klein bleiben und dass hier niemals ihre Definition von feiern wird. Vergesst nicht, liebe Kinder, man kann auch richtig feiern und trotzdem noch gesellschaftsfähig bleiben. Ballert heftigst auf Stumm. Okay, also 2000 Likes. Oh, warte mal, ich dachte, es sind 400 Aufrufe. 400.000, aber es sind nur 48.000. Gar nicht so viele für die, ne? Gar nicht so viele. Wollen wir mal kurz reinhören? Wir hören mal kurz rein. Oh, hast du schon wieder alles daran? Das ist wirklich ja, genau diese schon. Musik, die einfach... Die brauchst für mich nicht. So, guck mal. Oh, man sieht Brüste. Oh. Okay, das ist es. Ja, gut, da sieht man ja jetzt hier Drogenkonsum. Es ist so ein bisschen angelehnt an das, was... ich ja auch auf der TwitchCon so ein bisschen parodiert habe, dieses Smack My Bitch Up.
so aus der Ego-Perspektive. Also wer die Leute gar nicht kennt, die Lochis sind so ganz alte YouTuber gewesen, die aber ironischerweise ganz jung waren. Die haben auch sehr früh angefangen, bestimmt 2008, 2009 irgendwas, und haben so Songparodien gemacht. Und jetzt sind die groß, weil die haben ja irgendwie, am Anfang waren die 12 oder so. Jetzt sind die groß und wollen zeigen, wir sind jetzt seriös, deswegen zeigen wir Boobs. Wir haben die mal kennengelernt, ne? Ach stimmt, hier, die waren auch schon in Weimar, im Theater. Ja. Tatsache, ich habe das verdrängt, weil irgendwas war an dem Tag, ich hatte einen Termin oder so und deswegen konnte ich da nichts machen. Ich war ja kurz mit drin und wollte eigentlich die irgendwie verarschen oder so, aber musste dann weg und dann kam es nicht dazu. Und so ist nicht wirklich was Denkwürdiges passiert. Ach doch, wir haben ein kleines Video gemacht. Ich war ja noch, draußen war ich mit Franz. Stimmt, es gibt ein Video, Alter. Es gibt ein Video, wie ich die Fans von den Lochis so ein bisschen als Skodran Castrati habe ich die interviewt. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, das ist gut. Aber ich fand es gruselig. Ich habe ein Foto mit denen gemacht, ne, und das auch bei Instagram gepostet. Mhm. Wir sind echt so for real, so 10 oder 20, waren jedenfalls mehr als erdacht, Fan-Accounts gefolgt von Lochis. Uff. Und die dachten, dass ich denen ihre Telefonnummer habe. Und wollten, dass ich die Telefonnummer gebe, ganz unbedingt. Wollten alles dafür tun. Hättest meine hingeben können. Echt, die waren so 13 und sagten, irgendwie, die machen alles, was ich will, wenn ich ihnen die Telefonnummer von Lochis schicke. Du Scheiße. Da hab ich gesagt, ach du Scheiße, weiß ich, wie sich Lord Avadon gefühlt hat. Und da hab ich die einfach blockiert. Die Macht in deinen Fingerspitzen, so muss ich auch Oppenheimer gefühlt haben. Ist so. Na gut, ein anderer Mann, von dem du gerne die Telefonnummer hast, ist Bodo Ramelow. Der hat hier so einen Tweet verfasst. Der Hans-Georg Maaßen ist hier schon wieder aufgefallen. Eine Regenbogenflagge, dass man die verbieten sollte, weil die ja radikal ist, ne? Mhm. Die Regenbogenflagge ist die Flagge der linksradikalen Vogue-Ideologie und des Ökosozialismus. Wie der das so rumdrehen einfach, dieses Wort Ideologie. Ich wollte es gar nicht so lang machen, ich wollte es nur kurz erwähnen, weil also, ich finde es einfach witzig, wenn erwachsene Menschen Angst vor Fahnen haben. Und auch so Umfragen bei Twitter machen, soll das verboten werden, als wäre das für irgendwas relevant. Und welche Fahnen sind denn in Deutschland eigentlich alle verboten? Wäre das dann nur Hakenkreuz und Reichsfahne? Und Regenbogenfahne bald. Die drei, ne? So auf einer Ebene, das wäre schon witzig. Da könnte auch noch mehr geben, weiß ich nicht genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel die Flagge vom IS oder sowas verboten ist. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. So von Terrororganisationen, das kann schon sein. Ja, aber wenn jetzt hier Olaf über die Straße geht und aus Gag die wedelt, ich weiß jetzt nicht. Ich google mal, ob ich google noch was finde. Google das gerne mal. Aber dieses Wort Ideologie so zu missbrauchen, das ist ja umgedreht, dass ja eher die rechten und konservativen Politiker eigentlich viel mehr eine Ideologie haben und verfolgen. Das finde ich halt immer so gemein. Die können ja ruhig ihre Meinung haben oder irgendwie dumm sein, aber dann diese Worte so zu missbrauchen und anders zu framen, finde ich halt ganz schwierig. Was ist bei Flaggen verboten? Reichskriegsflagge als Ersatzflagge. Direkt verboten ist sie aber nur in Österreich. Also ich glaube wirklich, ich finde jetzt hier gerade nicht wirklich eine Liste. Ich glaube, es ist halt wirklich einfach nur das. Auch verfassungsfeindliche Symbole allgemein. Wenn du jetzt eine Fahne hast, wo Hitler drauf ist oder so, das ist auch verboten. Ja, oder was weiß ich, wenn... Na gut, es gibt das nicht so eine Fahne mit einem brennenden 9-11 oder so, weißt du. Aber das kannst du alles hissen. Wahrscheinlich. Aber deine Regenbogenfahne, oh mein Gott. Das ist ja radikal und ideologisch. Das geht gar nicht. Ja. Was auch gar nicht geht, ist, dass man die ganze Zeit ein Wildschwein... Ich finde gerade keine gute Überleitung. Ja. Ein Wildschwein mit einem Löwen verwechselt. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Ding gewesen. Ich war gerade in Berlin zu dem Zeitpunkt. Das einzige Ding in der ersten Woche, als wir nicht Podcasts gemacht haben. Das wäre das einzige Ding, wofür sich das Aufstehen gelohnt hätte. Und deswegen war es, glaube ich, auch nicht so schlimm, dass der ausgefallen ist. Ja, das stimmt. Stellt sich raus, das war doch keine Löwin. Jedenfalls ist Folgendes passiert. Es gab mehrere Berichte von Leuten, die sagten, sie hätten irgendwie einen Tiger gesehen oder eine Löwin gesehen in der Berliner Innenstadt. Da gab es auch noch ein Foto davon und so weiter. Und das soll irgendwie eine Löwin sein. Und deswegen sind Polizisten ausgerückt und haben halt diese Löwin gesucht, aber nicht gefunden. Und haben aber wohl auch, was war es, irgendwie Kot von dem Tier gefunden. Und analysiert und gesagt, es kann gar kein Löwen sein. Kot- und Haarproben, ist der Wahnsinn. Also das Sommerloch wurde gestopft mit Kot- und Haarproben. Ist doch voll in Ordnung. Da meinten eben auch ExpertInnen irgendwie, dass es wohl sich um ein Wildschwein handeln muss. Ja, ich kann diesen Artikel jetzt hier gerade auf die Schnelle nicht scannen, aber Löwen in Berlin hinter der Suche nach der Raubkatze steckt ein echter Skandal. Ob das wieder aufgebläht ist, keine Ahnung, lest es selber. Aber sah schon aus wie ein Löwe. Also ich kann das voll nachvollziehen. Das sah auch nicht für mich aus wie ein Wildschwein. Ja, whatever.
Aber also, ich weiß nicht. Das war unser kleines U-Boot, was nach der Titanic guckt. Quasi. Und nach dem, und beim CSD sind auch Leute rumgelaufen mit einem Löwenkostüm, was ich sehr witzig fand. Alter, Auswertung einer Kotprobe liegt vor. Das sind so gute Überschriften. Und vor allem hat ja auch keiner eine Löwin vermisst. Also auch kein Zoo, kein Zirkus, so hat eine Löwin vermisst. Gesuchte Löwin war größtenteils Veganerin. Alter, diese Überschriften, was ist das? Zoos tauschen Löwen gegen Wildschweine aus. Witzig. Es ist der Wahnsinn. Auch wenn ich gegen Zoos bin und gegen Zirkusse, die Tiere haben. Zoos sagen die in diesen YouTube-Kacke-Videos immer. Sagt dir dieses Bild hier was? Ja, dieses Reddit oder so, Das oder? ist dieses Reddit. Genau. Dieses R-Place. Das war nämlich diese Woche, wenn wir gerade eben von vorletzter Woche oder was geredet haben. Kommen wir doch mal zu dieser Woche. Das ist das vierte Mal, glaube ich, dass das stattgefunden hat. Wo man so Pixel irgendwie Genau, man setzen darf kann. alle 5 Minuten einen Pixel setzen. Und wir Deutschen, wir haben sehr dominiert dieses Jahr. Aber ich sehe jetzt hier eine türkische Das Fahne. ist auch nicht das Ganze. Ich kann dir das Ach Ganze so. mal raus. Das war nur für mich als Reminder, damit ich es nicht vergesse. R-Place Reddit. Wird das eigentlich irgendwie moderiert, dass wenn da irgendwie Hakenkreuze zu sehen sind, dass es dann Das wird weggedingst wird? moderiert, aber irgendwie nicht so ganz. Ich weiß nicht. Also es gab auch diesmal ganz viele Bots und so. Das ist halt so ein Riesending. Aber ich warte mal, ich glaube, das ist gar nicht das von diesem Jahr mit der Mona Lisa. Das war, glaube ich. Ist das dieses Jahr? Nee. Das ist 2017. 2017, genau. 2023. Also auf jeden Fall waren sehr viele Deutschlandfahnen da, aber halt nicht jetzt, dass dir wieder die Schläfe bubbern muss, Tino, alles gut. Hoffentlich. Die wurden dann so ausgefüllt mit so deutschen ikonischen Sachen. Ja, Pedersen und Findus oder was ist das, was Deutsches? Rammstein. Sowas war alles da oben. Das ist auch nicht von diesem Jahr. Ich kann es dir jetzt gerade nicht zeigen. Jetzt Ja, öffnet sich hier wurscht. irgend so ein scheiß Fenster. Die Deutschen haben demoniert. Ja, also wir haben Schön. sehr viel weniger Leute als zum Beispiel die Amerikaner und wir waren trotzdem genauso aktiv. Und es gab viele Länder, wo auch gebottet wurde und so. Ich glaube, unterm Strich sind die Leute nicht zufrieden gewesen, weil es ja auch wieder eine PR-Aktion für Reddit war, was zuletzt in Verruf gekommen ist durch diese API-Umstellung. Deswegen gibt es Ja. diese App nicht mehr und so weiter und so fort. Und ganz am Ende, das geht 4 Tage, du kriegst quasi ein Viereck, am zweiten Tag noch ein Viereck, am dritten noch ein Viereck und dann am letzten Tag hast du quasi vier Vierecken, was dann wieder ein großes ist. Und dann kurz vor Schluss wird quasi ausgestellt, dass du Farben wählen kannst. Dann darfst du nur noch eine Farbe wählen. Am Anfang waren es 3 Farben. Das war dann grau, weiß, noch ein grau oder so. Am Ende hast du nur noch weiß. Dann kannst du quasi nur noch diese Leinwand weiß wieder färben. Und dann ganz am Ende wurde ein riesengroßes Fuck-Späß gepostet. Das ist der CEO von Reddit, also sein Spätz, der Spez. Das ist sein Accountname. Und der ist ja dafür verantwortlich, dass es jetzt diese große Welle der Kritik gab. Und das finde ich witzig, dass das nochmal umgedreht wurde jetzt zum Ende hin. Und diese gute PR-Aktion für Reddit natürlich, aber jetzt so ein bisschen zumindest nach hinten losgegangen Hast ist. du auch mitgemacht? Nee. Also ja, ich habe einen Pixel gesetzt, aber was witzig ist, es gab ein Gleis, nee, nicht 9 3/4, es gab so ein. Ah, warte, ich hatte es auch in die Oase gepostet. Es gab so ein Ding, wo ein Zug lang gefahren ist und dann wurde so Deutsche Bahn irgendwas eingeblendet. Guck mal, hier sieht man das ganz groß, Fuck Spess. Oh, der arme Spess. War das das? Ja, sowas zum Beispiel, die Schweiz-Flagge ist dann aus Versehen mal zu einem Hakenkreuz digitiert, so halb. Wahrscheinlich also aus Gag-Gründen. Natürlich immer. So, Netherlands ist witzig, weil Minecraft Nether, bla bla. Aber ich finde es nicht gerade. Hier vielleicht. Ah ja, genau. Leibniz Butterkeks wurde zu Leibniz Butterkoks. Das ist auch Das habe ich witzig. gesehen in der Oase, Genau. ja, witzig. Und Der halt hier so. Pombeer. Da, ist das der Pombeer? Ich dachte, das ist ein Goldbär. Aber kann natürlich auch sein. Hier. So. Ja, die Bahn ist zu spät, wurde da reingebaut. Zeit 8:18 Uhr. Sylt. Vor allem 8:18 Uhr ist ja auch. Ziel Sylt und dann Gleis. Das war mal eine 9 oder so und das wurde dann auch so nach und nach zum Hakenkreuz, aber da wird natürlich immer gegengehalten. Aber da, bevor dir die Schläfe bubbert, ich glaube, das ist wirklich so Das kann ich ab. Running Gag. Das kann ich ab. So. Das sind ja auch, also wenn Deutsche das machen, würde ich sagen, okay, ist schon schwierig, aber das ist ja weltweit und weißt du, wenn da jetzt ein Grieche ankommt und sagt, jetzt machen wir ein Hakenkreuz drauf, ist witzig. Ja, bleibt halt schwierig.
Na gut. Bleibt ein Hakenkreuz. Du kannst einfach nicht über das gute alte Hakenkreuz lachen, Tino. Kann ich nicht. Ist echt nicht schade. Mein Humor. Wer auch nicht mehr lachen kann, ist Jeanette O'Connor, die ist gestorben. Shithead O'Connor? Shithead O'Connor. Oh Gott. Okay. Skinhead O'Connor ist gestorben. Grüße gehen raus an die Familie. Sie hat gesungen Nothing Compares to You und sie wird in den offiziellen Brennpunkt-Nekrolog aufgenommen, würde ich sagen. Ja. Die hat schön gesungen. Das ist aber der einzige Song, oder? Der jetzt so richtig... Ja, man kennt so, glaube ich, so 2, 3 von ihr. Also ich kann jetzt keinen benennen, aber ich, wenn ich die höre, weiß, dass es von ihr ist. Und jedenfalls, das war ein Nekrolog der Woche. Hat die nicht auch so Haare gehabt wie du? Die haben wir noch gar nicht thematisiert gerade. Ich? Nee, die hatte eine Klatze. Ja, aber rot. So ganz kurze rote Haare hatte die in dem Musikvideo. Ah, das kann auch sein. Mhm. Ich hab jetzt ein bisschen so ein... Ja, Seidenscheitel wie immer, aber nur halt in knallrot. O'Connor Red Hair. Gucken wir mal. Na ja, gut, vielleicht habe ich das auch gerade falsch im Kopf. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass sie ganz kurze Haare hatte. Ja, ganz kurze rote Haare hat die, glaube ich, in dem Musikvideo. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig, denn jetzt hat sie nur noch ganz kurze tote Haare. Das stimmt leider. Oh Gott. Aber ich will erst aussehen wie Gerard Way von My Chemical Romance. Der hatte ja auch diese Frisur und die roten Haare. Und das habe ich gemacht mit 18, 19 Jahren oder noch früher, habe die ja getragen, bis ich quasi 22 war. Also ich habe so 3, 4, 5 Jahre gehabt, die roten Haare. Jetzt ist Comeback gefeiert mit den roten Haaren. Also ich würde dir empfehlen, noch schwarze Strähnen reinzumachen, dann siehst du aus wie mein Skateboard von 2008. Nee, danke. Aber das ist geil. Am Ende fährst du noch auf mich herum. Na gut. Wem wurde herumgefahren? Ah, auf dem Sohn von John Biden. John, Alter, das ist jetzt schon das zweite Mal passiert. Warum nenne ich den John? Das ist hier ein Screenshot, den ich vorliegen habe aus dem US-Kongress. Ja, da ist so ein skeptischer Typ, der erstmal ein Bandana aufhat. Geiler das ist ein Typ. Cooler Typ. Das ist jetzt erstmal okay, der hat ein Bandana auf. Ein bisschen ungewöhnlich, aber okay, von mir aus. Dann scrollen wir so rüber und sehen auf meinem Screenshot einen ausgedruckten Screenshot von einem Porno, wie gerade der Sohn von Joe Biden einen Blowjob bekommt. Und da ist dann die nette Politikerin, die so heißt wie Magic, nämlich MTG, Magic the Gathering. Witzig. Sie heißt nicht so, sie heißt Marjorie Taylor Greene. Die ist ein großer Fan bestimmt. Genau, und du musst dir das vorstellen, die machen da ganz ernstzunehmende Politik. Und dann kommt plötzlich so eine Claudia Roth an und stellt einen Screenshot auf und sagt, guck mal hier, der Sohn von dem Scholz, der hat ein Porno gedreht mit einer Prostituierten. Das würde doch keinen interessieren, glaube ich. Das würde die im Bundestag aufstellen. Ich sitze dich da mal rein. Das würde, glaube ich, keinen interessieren, außer jetzt irgendwie so die rechten Ränder. Ich glaube, die AfD würde drauf springen und so. Aber sonst ist es doch eigentlich Business as usual, dass Leute Pornos drehen. Also kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt verrucht und Prostituierte und so, aber ey, what the fuck? Ja, so, er darum, dass er halt mit der Sexarbeiterin geschlafen hat und der Geld gegeben hat. Ja, das ist ja illegal, das kann ich dann verstehen. Jein. Ich glaube, das ist nur illegal, wenn du auf der Straße dir ins Auto reinholst. Aber insgesamt, glaube ich, ist Prostitution nicht illegal. Nicht, dass ich jetzt hier Falsches sage, aber Prostitution USA. Ich dachte schon, dass es verboten war, aber... Guck mal. Durchweg als moralisches Vergehen strafbar. Also in Nevada nicht. Im Zweifel kann er ja sagen, in Nevada ist es passiert. Wenn er es nachweisen kann. Hier, it is however legal in some rule. Ja, also ich glaube, ja. Mach im falschen Bundesstaat, muss man so sagen. Ja. Countries where prostitution is legal. Ja, wie dem auch sei. War ich einfach sehr erheitert von diesem. Aber wo wir gerade von sexy Sachen reden, darf ich dir mal 10 Sekunden ins Arschloch reinfassen? Hab ich auch hier stehen, ja. Das ist nämlich auch passiert. Ist schon eine Weile her, aber das hat ja immer noch Nachbeben durch die sozialen Netzwerke mit sich gezogen. Eine Schülerin wurde vom Hausmeister, der 66 Jahre alt ist. Da fängt das Leben erst an. Für den Hausmeister auf jeden Fall. Wurde wohl bekrapscht für 10 Sekunden unter Druck gefasst. Nee, es war unter 10 Sekunden, muss man sagen. Naja, also sie selbst sagt, es müssen zwischen 7 und 10 Sekunden gewesen sein und er sagt, es wäre weniger. Ich sage nur, es ist nicht relevant, weil er es 10 Sekunden gemacht hat, sondern weil hinterher das Gericht gesagt hat, es ist nichts Schlimmes, weil es unter 10 Sekunden war. Genau, und sie hat ihn angezeigt natürlich, also zum Glück hat sie das gemacht und
Aber der Richter hat gesagt, es zählt nicht als Krapschen, weil es war zu kurz, nur unter 10 Sekunden und das darf man nicht. Daraufhin gab es ganz viele Reaktionen im Netz von gerade von weiblichen Personen, die sich an ihre Brüste gefasst haben, so selbst so für 10 Sekunden und gesagt haben, 10 Sekunden sind offenbar zu kurz oder so eine Art, ne? Es war erst ein lokaler Trend mit irgendwie Hashtag 10 Sekundas oder was weiß ich, was das in Italienisch Sekundas, heißt. Sekundas, passt schon. Und dann, Sekundas. Und dann ist es übergeschwappt ins weltweite Netz, wie das halt so ist. Und wenn es viral geht. Dann haben sich alle dran beteiligt. Und ja, es ist natürlich ist es absolut absurd. Und gerade Italien bekleckert sich ja eh gerade nicht mit Ruhm, weil die in den Faschismus wieder reindribbeln mit viel Anlauf. Ja, langsam, aber stetig. Und das ist schon ein sehr schockierendes Urteil, Alter. Wenn du dir vorstellst, irgendwie, dass deine Tochter oder was weiß ich, bekrapscht wird, und dann heißt es vor Gericht, es war zu kurz. Es war nur 10 Sekunden, was für mich schon verlangen ist. Also für mich reicht es schon mal so ein Grabben als Krapschen eigentlich. Ja, also wenn dir jemand ein Messer irgendwie in den Hals steckt, sagt auch keiner. Ganz kurz. War nur 2 Sekunden, dann war es wieder draußen, mein Gott. Dann leveln wir auch nur 2 Kurzstreckenflüge, also hat sich überhaupt nicht gelohnt. Das Ruling war halt, also wenn man sagen würde, okay, das war ein Missverständnis oder hat nur Späße gemacht oder so, ist natürlich trotzdem Bullshit. Ja. Hat er gesagt, aber das ist nur Spaß. Hat er auch war. Gesagt, aber genau. So hat er das Gericht nicht entschieden. Ich sage nur, dass das irgendwie vertretbarer gewesen wäre oder so, oder nachvollziehbarer zumindest, weil im Zweifel, also du kannst ja nicht jeden einfach anklagen, also weißt du, kann ja auch sein, dass er gestolpert ist oder so, und dann kannst du den nicht irgendwie ein Jahr ins Gefängnis stecken, weil der gestolpert ist und der... Das ist ja klar, wenn du aus Versehen ist, ist ja keine Frage. Aber halt diese Regelung ist ganz, ganz schwierig und jetzt ist es ja wahrscheinlich auch ein Präzedenzfall, was die Leute anleitet, so mit der Stoppuhr daneben zu stehen so, und den Leuten richtig schön überall in die Furchen reinzufingern. Ja, das wäre nicht gut. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie da in Berufung gehen können. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Naja, Italien hat auf jeden Fall schon die gerechte Strafe bekommen, denn der Klimawandel wütet dort reichlich. In Serenio, da gab es große Temperaturschwankungen. Da war es den einen Tag über 30 Grad und am nächsten Tag dieses Bild hier. Minus 30. Das, was du hier siehst, ist Hagel. Da, also es muss natürlich nicht super kalt gewesen sein, aber es waren wirklich irgendwie 25 Grad Unterschied oder so. Und es war halt richtig mit Fofo runtergehagelt. Wir sehen hier die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Ein Fluss fließt durch die Stadt, der da normalerweise nicht sein sollte. Und er ist begleitet von fucking Eisschollen. Das ist also heftig. Wirklich, ich würde sagen, das ist ja schon fast ein Meter mal ein Meter, natürlich so oval, aber das sind schon richtig massive Brocken. Also, das gab es schon immer, Robin. Das darf man jetzt auch nicht mal. Es war im Sommer schon immer wässrig, wenn ich im Bad war und Eisschollen. Es hat schon immer Eisschollen geregnet im Sommer. Ja. Als ich ein Kind war, war immer schon so. Gibt natürlich jetzt wieder den dummen Leuten Futter, die sagen, es ist doch gar nicht so warm. Ist doch gar nicht so warm. Ja, es geht auch nicht um die Erwärmung, es geht ja um den Wandel an sich. Und die neuen extremen Wetterverhältnisse. Ja, was noch ein extremes Verhältnis ist, ist das hier. Hast du das mitbekommen? Das habe ich jetzt in der Oase und in meinen Streams schon sehr oft thematisiert. Ich habe das in irgendeinem Meme gesehen, dieses Video. Ein blondes Mädchen mit Elfenohren, die da rumtanzt und... Njam, njam, njam. Sie mimt einen NPC oder eine KI und isst Emojis. Ah. Die Emojis werden bezahlt und erscheinen dann auf ihrem Screen und dann isst sie die halt. Also du gibst da 5 Euro aus, dann kommt so eine Ameise. Ach, so eine Ameise ist so eine Erdbeere oder so. Und dann sagt sie, oh, Strawberry. Njam, 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 njam. Und ja, das aber macht so, die dann stundenlang. So Animationsfiguren und KIs imitieren, das ist ja schon länger irgendwie so ein Ding bei TikTok ja, und so, ne? Es ist doch stupid, Alter. Also groß geworden ist das jetzt auch so in den letzten 2 Wochen und zwar nicht durch die das jetzt hier macht, sondern durch, oh, die heißt irgendwas irgend so ein Spice Girl. Die hat das groß gemacht und die macht das sehr viel und die hat gesagt, dass sie... Aber auch groß gemacht heute. Dass sie am Tag, ich glaube, 20.000 Euro verdient oder Dollar halt, aber das ist einfach insane. Ja, man kann es komisch finden, man kann es auch doof finden, aber ich muss sagen, irgendwie, ich muss es ja nicht gucken und wenn Leute doof genug sind, da Geld auszugeben für, sollen sie halt machen. Das ist mir relativ Wurst. Jetzt habe ich hier gerade noch mehr Kino von David Hein reingespült bekommen. Aber der wieder Filme hasst. Der hasst wieder Filme. Nee, ich glaube, der findet sogar diesen Animationsfilm hier gut von den Turtles, würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. Ich hasse Filme.
Nein, der David, der. Ich hasse Filme nicht. Die Filme haben mir nur eine Beschreibung gemacht. Eine Band, die auch gerade sehr gehasst wird, ist Anti-Flag. Eine, also für linke Menschen sehr bekannte Band, die echt auch gute Songs gemacht hat. Und dem Frontmann dieser Band wird Vergewaltigung vorgeworfen. Och komm, das war unter Gegenüber 10 einer jungen. Sekunden. Jetzt lass den noch mal in Ruhe. Das weiß man nicht genau, wie lange es gedauert hat. Jedenfalls hat die Band sofort alles gelöscht, was sie hat. Also alle YouTube-Kanäle, Alle Alben. alles. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall haben sie Instagram gelöscht und YouTube, Facebook, keine Ahnung. Und haben sich aufgelöst instant aufgrund der Okay. Vorwürfe. Obwohl sie im Statement geschrieben haben, also es gab ein Statement von der Band oder den Sänger quasi, wo sie gesagt haben, dass sie schockiert und verwirrt sind und nicht zusammenarbeiten können mehr mit der Person mit diesen Vorwürfen. Sie haben aber trotzdem sich nicht erklären können, wo das herkommen soll, weil sie ihn noch nie aggressiv oder irgendwie begrifflich erlebt haben. Trotzdem wollen sie die Band sofort auflösen und können so nicht weiterarbeiten. Haben Sie noch drunter geschrieben, Rammstein, nehmt euch ein Beispiel? Vielleicht. Und der Frontmann hat halt auch dann gesagt, ein eigenes Statement, dass er das von sich weiß und dass er auch nicht weiß, wo das herkommt und dass man aber abwarten soll, so. Also, das finde ich ganz spannend. Es ist irgendwie, also dann wirkt das schon wie eine harte Überreaktion, finde ich. Also, es kann ja sein, dass es Also wenn die Band existiert jetzt auch irgendwie schon seit 30 Jahren oder so, gefühlt, ja. wenn die nicht so ein bisschen von, also so auf Eis legen, okay, aber direkt alles irgendwie weg, das ist irgendwie hart, wenn die Naja. halt dem Sänger dahingehend nicht vertrauen. Na, es kann ja sein, dass sie eben aus den Reaktionen von Rammstein gelernt haben, anderen Bands, und halt eben nicht wollen, dass man ihnen vorwirft, sie würden nichts machen und so tun, als wäre nichts passiert. Und dann deswegen vielleicht die Flucht nach vorne angetreten, sich lieber sofort aufgelöst und so. Auch wenn das ein bisschen überstürzt wirkt, ne? Wenn alle Beteiligten noch nicht so richtig wissen, was los war, und dass ja irgendwie auch der Frontmann es auch abstreitet und auch die Band sagt, wir können es uns irgendwie nicht richtig vorstellen. Das kann ja auch mal vorkommen, dass es auch falsche Vorwürfe sind. Kommt ja selten vor, aber es kommt vor. Wenn auch ganz, ganz selten. Will ich in dem Fall nicht sagen, aber es wirkt auf jeden Fall ein bisschen komisch. Ich hoffe, der Kollege macht einen Kachelmann. Bei ihm war es ja so, bei Jörg Der Kachelmann, ne? macht Dem dann macht Wettermoderator. eine Website, wo er Punkmusik anbietet. Das wäre toll, würde ich mir angucken. Ja, Anti-Flag, Hammer. Ich habe die mal Der hat Anti-Flag seine ausgesprochen. Er hat es so Nee, ich habe ausgesprochen. die mal so ausgesprochen. Ja, Deutsch halt, ne? Der Und hat seine Flagge da gehisst, wo nicht konsentiert wurde. es gibt noch ein Thema, was auch schon etwas älter ist, vom 15. Juli, glaube ich. Ui, das hat ja schon graue Haare Fast in schon, genau. Aber Internetzeit. ich würde es ganz kurz erwähnen, ich habe es vielleicht noch gar nicht gemacht, aber es gab eine Meldung vom ORF, und zwar am 6. Juli gab es einen Rekord von Flugzeugen, wie viele gleichzeitig in der Luft waren. Aha. War da wieder 9/11 irgend so ein Event, oder? Rekord, am 6. Juli waren so viele Flugzeuge wie noch nie zuvor in der Luft. Wie viele kommerzielle Flüge, glaubst du, waren in der Luft gleichzeitig? Weltweit gleichzeitig. Also, wenn es nicht so fragen würdest, hätte ich irgendwas bei 2500 gesagt, aber es sind bestimmt sehr viel mehr, deswegen sage ich jetzt 12.500. Es sind 134.400 Uff. ungefähr. Das sind dann doch einige mehr, Das war ein als ich neuer dachte. Rekord. Da sind auch noch Privatjets ausgezählt, ne? Also Privatjets sind nicht drin und Ohne solche Sachen. Es geht nur Privatjets. um kommerzielle Flüge. Das hart. An einem Tag 134.400 an einem Tag. Das finde ich schon richtig heftig. Also wie gesagt, ich war mir schon sicher, dass mein 2000 sehr low ist. Aber 12.000 habe ich für echt realistisch gehalten, weil wir also. Ich hätte auch Ja. gedacht, von meinem Gefühl her, vielleicht sind da am Tag so Ja, 5.000 oder was ist so. alles ein kommerzieller Flug? Also wenn jetzt irgendwie Leute zum Fallschirm fliegen, kommerziell fliegen, ist ja auch ein kommerzieller Flug wahrscheinlich, oder? Das weiß ich nicht genau, aber Aber sie haben nur wenn ich mir so geschrieben. Linienflieger vorstelle, also wenn du an einem Flughafen bist, ja, da hebt ja nie gleichzeitig mehr als ein Flugzeug ab. So bin ich da jetzt ran. Ich habe ja auch tausende Flughäfen auf der Welt, ne? Ja, natürlich, aber tausende Flughäfen und eins hebt gleichzeitig ab, sind ja trotzdem erstmal nur tausend. Natürlich sind die länger in der Luft und so, ja, teilweise bis zu 15 Stunden oder so, aber so bin ich da halt ran und dachte, also 100.000 hätte ich niemals gedacht, das ist schon Und hart, vor allem keine wirklich. Privatjets, die sind noch extra dazu und kommen Naja. noch oben drauf. Das ist halt eine richtig heftige Sache. Na, vor allem irgendwie gefühlt müsste man dann halt einfach öfter Flugzeuge am Himmel sehen. Aber wahrscheinlich hier in Weimar fliegt halt einfach keiner drüber. Na, oder man sieht aber auch vielleicht nicht immer die Flugzeuge, weil ja nicht auch, weil manche auch sehr, sehr hoch fliegen, Na weißt du? gut. Na gut, vielleicht habe ich da jetzt auch mich hart verschätzt, ist okay. Dann gab es noch eine Meldung, die ich noch erwähnen möchte, dass Russland Geschlechtsangleichungen verbietet.
Russland kann mal Russland verbieten langsam. Das reicht. Ausnahmen gelten für Kinder im Zusammenhang mit angeborenen Anomalien. Da ist es okay, aber sonst irgendwie Drohnenhaftstrafen und Arbeitslager für Schwule und so weiter sowieso. Und es sollen eben auch Transgender verboten werden. Und es werden wohl auch die bereits transiert sind, weiß gar nicht, wie das heißt, werden rückgängig gemacht teilweise und auch Ehen werden wieder annulliert und so weiter. Also richtig hart dagegen vorgehen in Russland. Der lupenreine Demokrat, wo alle Menschen frei sind. Boah, fuck, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das auch Russland war oder ob das vielleicht... Nee, das war Italien, genau, das war Italien, dass die lesbischen Partnern unter anderem die Kinder wegnehmen und aberkennen, weil da halt ja, wie gesagt, jetzt gerade die rechte Regierung auf dem Vormarsch ist. Mhm. Und das ist einfach absurd, weil ich habe gelesen, dass das irgendwie ganz italienweit nur so 34 Paare betrifft oder 34 Menschen sogar. Das war wenig. Ja, und wegen sowas halt so ein Gesetz aus dem Boden zu stampfen, ist halt einfach nur absurd. Das ist ja wie mit Burkas und so. Davon gibt es auch in Deutschland vielleicht nicht mal 100 Leute so, die das tragen. Also ist auch alles sehr lachhaft. Ja, und vor allem, also als wäre es besser, ein Kind aus der Familie rauszureißen, wenn es jetzt irgendwie schon 4 ist. Ja, besser als bei lesbischen Frauen. Ja. Nee, es geht nicht. Da werden die Kinder ja auch lesbisch, weil alle schwulen Menschen hatten ja, oh, nee, doch nicht. Es ist alles nicht logisch. Und ich verstehe halt alles, also man kann ja auch die Meinung haben und so weiter, aber die begründen das immer so merkwürdig, auch mit Bevormundung immer, ne? Immer, wir wollen nicht bevormundet werden. Aber das machen die ja selber zum sehr großen Teil und haben halt irgendwie ihre Ideologien, die sie aufdrücken wollen. Auch als es zum Thema Gendern ging. Sie wollen irgendwie, sie wollen keine Sprachverbote haben, dass man alles machen darf. Aber niemand fordert ja eine Genderpflicht. So, aber dafür hat die AfD und CDU haben ja Genderverbote umgesetzt in Sachsen zum Beispiel. Man darf an Schulen und an öffentlichen Einrichtungen nicht gendern. Das finde ich halt so krass, dass sie ja bevormunden und diese Freiheit irgendwie wegnehmen. Das verstehe ich halt nicht. Sollen sich halt nennen die freiheitshassenden Parteien oder so oder die Faschoparteien. Nennt euch doch einfach so. Seid wenigstens ehrlich, wenn ihr schon so seid. Wir werden gucken, wo ihr wohnt und euch da vor die Bude scheißen. Das geht nämlich sehr leicht jetzt in Deutschland. Ist Street View auf dem Vormarsch. Ich habe letztens ein Apple View Auto in Weimar gesehen. Mhm. Ja. Ich wusste gar nicht, dass sie ein eigenes Ding haben, dass sie ein Apple View machen. Fällt mir keine Punchline zu ein. Mir auch nicht. Die wollen uns doch veräppeln. Ich habe gewunken gerade in die Kamera, als sie vorbeigefahren sind. Wenn er gerade im Dienst war, weiß ich ja nicht. Okay. Ja, also ich bin durch. Ja, same, aber wie wollen wir jetzt mit Bewertungen umgehen? Naja, also eine Sache müssen wir auf jeden Fall rausnehmen. Pass auf, das Italien 10-Sekunden-Ding müssen wir eigentlich rausnehmen. Das ja. Das mit der US-Regierung ist auch auf jeden Fall älter. Aber alles andere, würde ich sagen, ist top aktuell. Ja, Barbie Oppenheimer ist schon ein paar Tage draußen, aber das läuft ja noch. Das Wildschweingate fand ich halt, war sehr viral. Das Wildschweingate ist aber auch eigentlich, glaube ich, eine Woche älter, oder? Das war jetzt letztes Wochenende, als ich noch in Berlin war das noch ein Thema. Also vor wenigen Tagen. Ich würde jetzt mal noch die Box-Office-Dinger vergleichen, während du überlegst, welche Zahl wir bekommen. Box-Office? Was meinst du? Die Verkaufszahlen? Ja, international. Ich dachte, Barbie hat dominiert, habe ich gelesen. Das Worldwide Barbie? Ist 22 Millionen hat Oppenheimer bis jetzt und Barbie hat... Oh, das Doppelte. Das ist krass. Barbie schlägt Oppenheimer. Was ja irgendwo klar ist. Ich meine, so ein langer Christopher Nolan-Film zum einem sehr schweren Thema, Atombomben und Oppenheimer, wird sich weniger verkaufen als so ein Barbie-Film, wo ja Kinder reingehen können, theoretisch, und wo das man den Namen ja auch sehr gut kennt und der sehr aktuell ist. Ja. Der vor allem auch von Mattel nochmal gesponsert wird. Das ist ja, also diese Product-Placement-Filme sind auf dem Vormarsch. War ja, Super Mario-Film war ja im Prinzip auch nichts Lego-Movies, war auch nichts anderes letztendlich. Meine Wohnung fliegt auseinander, wir müssen zum Schluss kommen. Irgendwas fällt hier gerade auf. Ach, eins noch, mir wurde noch eine App empfohlen, die habe ich zugeschickt bekommen. Run P heißt die. Das heißt, wenn ihr im Kino seid und macht eine Pinkelpause, könnt ihr live verfolgen, während ihr pinkelt, was gerade passiert. Mhm. Müsst nicht eure Nachbarn fragen, was abgegangen ist, sondern ihr könnt, während ihr pullern oder kacken seid, könnt ihr lesen, was passiert. Run P. Ja, aber wie soll das denn funktionieren? Kannst du nicht einfach einen Film streamen? Nee, nicht streamen, das wird dann erklärt. Ach so, es steht da. Genau. Es wird und erklärt. Wer macht das für dich? Na, die App, keine Ahnung. Okay. Es wäre nur spannend zu wissen, ob es auch schon beim ersten Mal, also auch bei der Premiere schon funktioniert, wenn du irgendwie zur Premiere eingeladen bist mit irgendeinem wichtigen Film. Oder ob es erst ein paar Tage braucht, ehe das funktioniert. Ich sag, so eine App ist nur für Schwache. Zieht euch die Hose aus und pisst auf den Vordermann. Same.
Gut, dieser Woche würde ich schon auch eine Zahl geben. Ich finde auch Anti-Flag ist für mich ein Thema, weil ich die Band auch immer ganz cool fand. So. Ja, jetzt noch cooler? Ja, vielleicht nicht. Ja, also dieser Özil-Aufrecher, du, das ist alles so eine Sache. Dass Twitter jetzt auch umbenannt wird, ne, und das Twitter, Logo ändert, ja, ist ein großes Ding. Also, eine 8 wird es schon sein, wa? Na, bei einer 8 kriege ich ein bisschen Zahnschmerzen. Aber es war doch eine sehr virale Zeit die letzten zwei Wochen. Ja, aber also wie gesagt, dieses 10-Sekunden-Ding, da sind halt ein paar Sachen, die nicht diese Woche. Also 7,5 wäre mir lieber, kannst du dich darauf einigen? Wenn du sagst, nee, dann machen wir 8, ist okay. Ja, 7,5, nur weil... Es wirkt wie eine 8, aber ein paar Sachen, das wäre halt ein bisschen ungerecht. Weil du Geburtstag hattest. Stimmt, ich hatte Geburtstag. Und die Woche ist ja noch gar nicht rum. Nee. Da passieren ja auch noch Sachen, also wir gehen auf eine 8, komm. Für die Sachen, die noch kommen können. Ja. Okay, 8. Gut. Wir müssen doch die Playlist befüttern, lieber Robin. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Ja, da muss jetzt irgendwie so ein Geburtstagslied rein oder so. Nee, muss nicht sein. Guck mal bitte, ob John Lajoie da ist. Wahrscheinlich habe ich das schon mal gemacht. John, na, also mit ohne, ja, da ist er. Lajoie. Und jetzt Birthday Song. This is the best. Ach nee, Christmas Song ist das. Fuck, es gibt. Ach doch. Happy Birthday today. Der wird halt ohne H geschrieben. Ah, deswegen. John Lajoie. Joye. Ja, ja, the birthday song. It's your birthday today. Ist sowieso ein geiler Typ, den kann man mal in die Playlist reinwamsen. So. Können wir gerne machen. Playlist ist hinzufügen. Spotify Brennholz unter Musik könnt ihr gerne hören. Ist auch verlinkt, ja, bei YouTube. Danke für die ganzen Leute, die mir zum Geburtstag ein Patreon-Abo geschenkt haben. Ist ja voll süß. Ist nicht passiert, aber. Ach so. Ich bringe die Leute nur auf Ideen. Ich habe eigentlich voll viele Songs leider, weil ich so viele tolle Songs gehört habe in den letzten zwei Wochen. Ich empfehle euch einfach mal zwei Songs und mache einen dritten in die Playlist. Ich empfehle euch. Ich sehe Jennifer Rostock. Ich empfehle euch CSD Sonneberg. Mhm. Ein Song von Maurice Konrad und Bruneau oder so. Geiler Song. Bruno vermutlich. Bruno. Dann noch Hirn von Tristan Brugsch und Dina. Richtig geil. Und 3 Uhr nachts von Menasmos. Ist gerade mein Wohlfühl-Hit. Das ist dein Wohlfühl-Hit. Jetzt ist der bei dir angekommen. Ja, ja, der ist seit Jahren Running Gag. Hat lang gebraucht. Ich habe es zum ersten Mal gehört. Aber ich tue in die Playlist von Bonnie Tyler, If You Were a Woman, in die Playlist. Okay. Der lief auf dem CSD und ich fand ihn richtig geil. Bam. Also Bonnie Tyler und John Lajoie dürft ihr jetzt hören. Also ein geiler Typ. Und wenn ihr ernste Musik von John Lajoie hören wollt, dann hört euch Wolfie's Just Fine an. Macht das. Bonnie Tyler, übelst geile Stimme, geiler Song, ist ein Ohrwurm des Todes. If You Were a Woman, I Was a Man und so, ist ein CSD-Song, richtig geil, geht ab. Ja, und ich glaube, wir können abschließend sagen, das spricht eine ganz klare Sprache, dass wir kein Lied von Shithead O'Connor hier in die Playlist gemacht haben. Die ist jetzt auch schon tot, das bringt jetzt auch nichts mehr. Gut. Die hat nichts mehr von diesen, ja, ist so. Klicks. Na gut. Das war jetzt reichlich, Leute. Hat jemand jetzt eh zu Tode gehört irgendwie? Ja, da haben wir einen extra Überlänge-Podcast jetzt von ich euch. Ich glaube nicht, nee. Für euch doch nicht. Echt? Ich dachte, wir haben so viertel angefangen oder so. Echt? Nein. Nee, stimmt. Ich war ja früher. Ach, ja. Stimmt. Ja. Wie dem auch sei, es ist jetzt vorbei. Danke fürs Einschalten. Wir sind am Wochenende schon normal wieder, glaube ich, da. Also ich bin, glaube ich, nicht weg. Der kommt ja am Wochenende. Ja, ich meine, jetzt der kommende Podcast, weißt du? Also ach so, das, wenn ich wieder jetzt brauchen. Das ist normal, da bin ich auf jeden Fall da. Ja, ich bin Katzen, da. Katzen. Gut. Ich muss Katzen. Oh, da ist ein richtiger Podcast-Slot gewesen, ja, Timos Kalender. Jeden Samstag habe ich mir eingetragen. Geil. Ja, schön, dann wascht euch endlich mal. Und der Hörerwunsch kommt auch zum Thema Aliens und so. Versprochen. Ja. Aber erstmal ist auch hier Besuche, Geburtstag und alles, also rechnet nicht direkt nächste Woche damit. Gut. Auf Wiedersehen, wieder gehört. Oder?